everything changes. Hallihallo, Hallöchen, ich bin wieder LS17 auf der Stappenbach. Und ja, wir sind da eigentlich bei unserem zweiten Feld dabei. Das haben wir jetzt eigentlich gepflügt, komplett. Und jetzt stehen wir da eigentlich mit unseren Fahrzeugen. Aber ja, ich war noch einkaufen. Wir haben noch zwei neue Schlepper dazu gekauft, weil mit den beiden hier kann ich nicht so viel machen. Ja, eigentlich günstige, und die wollen wir jetzt eigentlich mal abholen. Und zwar habe ich hier den 800er Favorit mit 240 PS gekauft und ein MB-Truck mit 150 PS, eine Sämaschine dazu, eine etwas größere, 6 Meter Arbeitsbreite, und da habe ich noch einen Wendeflug gekauft mit 4 Meter, glaube ich. So, und das Zeug fahren wir jetzt eigentlich auch zum Feld und werden da eigentlich das nächste Feld anfangen zu bearbeiten. So, die Sämaschine sollten wir auf jeden Fall vorher auffüllen. Und ich muss erstmal schauen, wo ich da eigentlich hin muss. Irgendwie, glaube ich, erstmal hier lang. Ja, ich glaube, ich muss darum. Sehr, sehr unübersichtlich hier. Okay, ob ich vielleicht mit dem Flug vielleicht hätte doch nicht durchs Dorf fahren sollen. Ah, wir schauen mal. Wird schon irgendwie gehen. So, irgendwo wohne ich ja bei der Kirche, ist mir aufgefallen. Komischerweise. Ah, hier ist der komische Marktplatz, sage ich mal. So. Komme ich jetzt da rum? Ich glaube, die Kirchenglocken, die bimmeln eigentlich immer. Egal, wenn du da lang fährst. So, warte mal. Ups, ich muss hier lang. Dann komme ich eigentlich zu meinen Feldern, die ich gekauft habe. Wir haben, glaube ich, jetzt vier. Wir haben eine Wiese. Ein Feld haben wir schon fertig. Eins haben wir jetzt gepflügt. Dann haben wir noch ein kleines gekauft und noch ein großes. Und mal schauen, ob es dabei bleibt. Ich denke, vielleicht zum Anfang schon. Ich muss da noch schauen, was wir an Gerätschaften noch brauchen. Wir haben natürlich anhängertechnisch haben wir noch nicht so viel. Und ja, für Tiere und so haben wir auch nichts. Zum Grasmähen haben wir nichts. Also es bräuchte wahrscheinlich noch ein bisschen Zeug eigentlich, damit wir da was machen können. Forstwirtschaft wäre eigentlich noch so ein Thema. So. Jetzt sind wir auch hier oben angekommen. So, ups, ich habe da noch das Rundumlicht an. So, hier ist eigentlich die Frage, ob wir den eigentlich noch einsetzen wollen oder direkt wegbringen, weil der düngt jetzt nämlich. Jetzt können wir die beiden Geräte, die beiden Sämaschinen gar nicht miteinander benutzen. So, aber schauen wir mal. So, wenn wir das Teil hier noch mitnehmen. So, wir werden das gleich auffüllen. Wir müssen da aber wahrscheinlich noch mehr kaufen. Genau, jetzt ist das nämlich schon alle. Da passt natürlich ein bisschen mehr rein. Das ist natürlich wieder zum Vorteil von uns. Saatgut können wir da natürlich reinmachen. Zum Vorteil von uns, aber was wollte ich eigentlich sagen? Ja, müssen wir es nicht so oft auffüllen. Denke ich mal, kommen wir ein bisschen weiter damit. So, rollen wir es da schön zu. So, fahren wir auch mit dem Teil hier los. Durchs Dorf. Ich habe noch einen kleinen Fehler hier beim Traktor entdeckt. Die Klappe für den Auspuff, die wackelt hier hinten irgendwo rum. Das stört mich eigentlich ein bisschen, aber jetzt habe ich das Teil gekauft und kann das auch nicht zurückgeben. Wow! Alter Vater! Was ist mit denen los?
der geht ja mal richtig ab. Wir haben noch das passende Gewicht dazu gekauft. Also wenn schon, denn schon. Machen wir hier keine halben Sachen. Und der klingt ja mal richtig geil. Ich habe diesen Mod schon mal vorgestellt. Also wenn ihr den irgendwie sucht, schaut auf meinen Kanal. Werdet ihr den irgendwo finden, wo ihr den auch runterladen könnt. So, eigentlich spiele ich bloß mit Mods, die ich auch vorgestellt habe. Weil dann kann ich mich so halbwegs dran erinnern, ob die gut waren oder nicht. So, auf jeden Fall kann der hier auch grubbern und säen. Also das wäre schon mal vorhanden. Düngespritze hätten wir auf dem Hof. So, dann fahren wir hier eigentlich gleich mal rum. So, auf dem ersten Feld haben wir ja eigentlich Weizen gemacht. Jetzt machen wir hier mal Gerste, würde ich sagen. So, wie fangen wir da am besten an? Am besten mal ausklappen, ne? Boah. Bin mal was ist denn mit denen hier? Ich krieg ihn nicht gerade, oder was? Jetzt? Boah. Was ist denn da los? Da schiebt's. Boah, ich glaube, da muss ich mit Zwillingsrädern hier, oder was? Da schiebt's mich ja recht runter hier. Jetzt geht's. Ich dachte, jetzt fliege ich da in den Graben. Aber irgendwie rutscht der hier ein bisschen hin und her. Puh. Das kann ja noch lustig werden. So, das Feld nebenan haben wir auch gekauft hier, aber mit 6 Meter haben wir das schon, da kommen wir schon viel besser voran hier als mit dem anderen Teil. Auch wenn der jetzt ein bisschen rutscht, vielleicht hätten wir da andere Bereifung nehmen sollen. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Vielleicht der Fahrer. Boah. Das gibt's ja nicht, sobald ich da ein bisschen schräg komme. Das ist ja richtig harte Feldarbeit hier, also. So, eigentlich wollte ich ja hier außen die Kante nehmen, aber. Meine Güte, hier kommen wir aber nicht so richtig voran. Schaut euch das an. Liegt es am Traktor oder liegt es eigentlich an mir? Das gibt's ja nicht. Jetzt, wenn er dann gerade ist, dann geht's. Aber wenn er da ein bisschen schräg kommt, haben wir da mächtig Probleme. Ansonsten wäre die Sämaschine, glaube ich, nicht so schlecht. Also der zieht schon, aber ich weiß nicht genau, ob er nicht genug Grip hat hier. Damit er da so ständig so tut.
damit hier recht weg. Also es ist nur, wenn die Seemaschine unten ist. So, jetzt denn? Was wollt ihr jetzt eigentlich machen? Hier, zack. Zack. Starten wir mal den Helfer. Uiuiuiuiuiui. Ich hoffe, das geht gut. Okay, hätten wir das schon mal geschafft. Jetzt könnten wir hier eigentlich auf der anderen Seite... Was macht er jetzt? Das Feld eigentlich pflügen. Das würde ich jetzt eigentlich mit zwei Traktoren machen. Am liebsten. Was habe ich jetzt eingestellt? Jetzt muss er da rückwärts fahren, oder? Ja, ist glaube ich besser, weil sonst unten habe ich einen Graben, sonst fliegt der mir da mit den Graben. Scheint zu funktionieren hier der Mod. Okay, lassen wir den mal. So, da haben wir hier den same Traktor. Wenn wir den hier auf das andere Feld ansetzen. Eigentlich müssten wir das hier oben gleich mal machen, denke ich mal. Moment mal. Da könnten wir nämlich nachher noch mit der Seemaschine, was ich noch habe, das hier fertig machen. Mal schauen, was da der Helfer sagt. Das sollte eigentlich... Okay, da habe ich eigentlich normal drin. Moment mal. Vielleicht würde das auch automatisch gehen. Er scannt auf jeden Fall das Feld, fährt schon mal gerade. Sieht schon mal nicht schlecht aus. So. Okay, er kommt trotzdem schräg hier, obwohl... Okay, wir lassen den mal. Jetzt nehmen wir den hier noch. Und damit hätte jetzt eigentlich das große Feld angefangen. Aber vielleicht helfen wir auch gleich mal hier von der anderen Seite mit zum Pflügen. Obwohl, das kann er da selber. Ich würde jetzt eigentlich hier anfangen wollen. Jetzt werden sie alle blockiert hier. Ich glaube, das funktioniert nicht ohne Hilfe. So. Der wird blockiert, okay. Das sehe ich ein. Der steckt da voll in den Bäumen. Aber das wäre auch zu schön gewesen, wenn das jetzt hier geklappt hätte.
So, das scheint aber zu gehen. Der hängt hier fest. Das habe ich mir fast gedacht, weil der rutscht einfach. Den müssten wir eigentlich nochmal konfigurieren, wahrscheinlich. Oder andere Reifen drauf machen. Ich weiß gar nicht, ob ich es bei denen sogar. Von hier aus machen kann. Ich glaube nicht. Das war wieder ein anderer. Also, dann probieren wir das hier eigentlich. Das ist unglaublich. Komme ich nicht durch hier. Vielleicht ist es auch zu steil. Ich weiß nicht, ob es wirklich ist. Sieht gar nicht so steil eigentlich aus. Vielleicht ist das irgendwie eingerechnet hier, weil irgendwann, wenn er dann gerade ist, funktioniert es ja. So, dann versuchen wir den anderen hier noch einzusetzen. Schon zum Flügen. Vielleicht kann er das ja mit dem tollen Mod trotzdem scannen und dann da mal anfangen. Dann nehmen wir das schon weiter und ich glaube, wir werden dann die andere Sämaschine verkaufen auf jeden Fall noch. Weil ich würde gerne noch was anderes anpflanzen. Obwohl ich das wahrscheinlich dann andere Erntegeräte wieder bräuchte. Aber die Sämaschine, was wir noch haben, und der Zetor, der gefällt mir eigentlich eh nicht. Von der Leistung her. Und ja, da kriegen wir sicher was anderes. So funktioniert es, glaube ich, wenn ich da hin und her fahre. Aber sobald ich da eigentlich schräg mit der Sämaschine komme, stellt er sich eigentlich quer. Und jetzt habe ich fast den Helfer eingeschaltet. Ansonsten funktioniert es. Ist ein bisschen wie Driften hier. Driften auf dem Feld, auf dem Acker. Das scheint zu funktionieren. Oben der Traktor, sehe ich den eigentlich oder hängt er wieder hinten in den Bäumen fest? Oh, der sieht aus, ob er wieder in den Bäumen festhängt da. Also das ist, glaube ich, nicht so ein gutes Feld hier. Wie kriege ich den jetzt wieder raus? Ja, das hätte ich vielleicht nicht kaufen sollen, hier so dicht am Wald. Oder wir müssten da was anderes. Ne, ich muss ja eigentlich fliegen. Fliegen müssen ja alle Felder. So, okay. Lassen wir den mal. Und jetzt will ich auf jeden Fall den hier noch einsetzen. Was macht er? Das ist schon mal nicht gut. Ah ja. Okay. Stopp, 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 stopp. Wir machen das so, so. Und den gerade nochmal umdrehen hier.
Ich hoffe, jetzt erkennt er mir das besser. Nein, der will eigentlich da runterfahren, oder? Na, jetzt fährt er da lang. Puh, nein! Was macht er? Was macht er denn? Okay, alles klar. Vielleicht geht's. Lassen wir uns überraschen. Was macht er eigentlich? Oben ist das Feld doch fertig. Oh. Ey. Da flippe ich langsam aus hier, wenn da überhaupt nichts funktioniert hier mit dem Helfer. Da hat er irgendwie was vergessen oder was? Oder nimmt er das wieder nicht? Ja, ich habe die Schnauze voll hier. Das gibt's doch nicht. Wo will er denn jetzt wieder hin? Da fliegt er da im Kreis. Muss ich das auch wieder selber machen? So wie das aussieht. Da hat er noch sowieso was vergessen. Ja, jetzt sagt er mir, das Stück gehört mir da nicht. Also irgendwas stimmt mit den Feldern sowieso nicht. Meiner Meinung nach. Weil du bist noch auf dein Feld und meistens sagst schon vorher, das Feld gehört dir nicht. Also, na, da hat aber auch was Schönes zusammengepflügt hier. Okay, ich hätte eigentlich noch mit der Seemaschine, was wir dazu bekommen haben, gerne hier das Feld gemacht und sie dann danach verkauft. Ah. Komm schon. Seht ihr, er dreht da richtig durch hier. Komme ich kaum voran. Der andere Traktor steckt jetzt, glaube ich, auf der anderen Seite hinten fest. Jawohl. Wie soll es auch anders sein hier? Also es funktioniert mal wieder gar nichts. Auf jeden Fall haben wir ein paar neue Maschinen. Werden dann auch noch weitere dazukommen. Wir haben noch ein bisschen Geld übrig. Wir müssen jetzt aber schauen, damit wir da ein bisschen vielleicht was noch für Ballentechnik bekommen, wenn wir schon eine Wiese haben. Damit wir irgendwie Stroh nachher aufsammeln können. Damit wir da im Winter was haben für die Tiere und so weiter. So, aber ich werde hier noch weitermachen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis denn dann.